Moinsen, mal wieder ein Unboxing, wieder von Satechi, aber diesmal das Bluetooth Keyboard. Ich wünsche euch viel Spaß. So, hier wieder vorne Keyboard, Seite nix wirklich, Seite nix wirklich, unten schönes Bild, oben schönes Bild, Rückseite, drei Geräte kann man verbinden, USB-C, numerisches Keypad, numerisches Keypad haben wir auch, Bluetooth haben wir, es ist aufladbar und es ist auch aus Aluminium. Wir nehmen uns mal wieder unser Messer, nein, Schere, und schneiden das Ganze, ich würde mal sagen, hier auf. So, das kann dann auch zur Seite. Und dann seht ihr hier, könnt ihr es öffnen. Oh. So, dann könnt ihr hier dann aufhalten. Ich glaube aber, besser wäre es tatsächlich so rum, wie die Verpackung noch ist. Oh, sehr, sehr schick. Hier ist nichts mehr drin. Dann kann das auch zur Seite. Sehr hochwertiger erster Eindruck. Wir nehmen das mal raus. Not bad. Packen das mal zur Seite. Hier haben wir dann wieder ein USB-C auf USB-A-Kabel. Das hatte die andere Maus auch schon. Eine Bedienungsanleitung. Und ich denke mal, zum drunter tun sind das Pads für unter die Tastatur, damit der Schreibtisch nicht zerkratzen tut. Aber auch hier haben wir ja schon so kleine Gumminoppen. Vielleicht um die oben drauf zu machen, wenn man das etwas höher gerne hat. Hier haben wir dann auch den USB-C-Anschluss und auf den anderen Seiten haben wir nichts. Ich packe sie hier einmal raus. So, upa. So, und dann können wir das Ganze auch schon rausziehen. Also ich muss sagen, sehr, sehr hochwertig. Die Maus von Satechi soll ja auch aus Aluminium sein, beziehungsweise ein Teil ist ja auch aus Aluminium. Aber das hier wirkt nochmal deutlich, deutlich hochwertiger. Wenn man sich das hier mal anschaut, der An- und Ausknopf, das ist alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Auch mit diesem, kennt man wahrscheinlich vom iPhone 5, 5S, diese Kanten, die so diamantgeschliffen sind. Auch an sich, wie es sich anfühlt, einfach sehr, sehr hochwertig. Auch die Tasten haben vom ersten Eindruck einen guten Eindruck machen die hier. Machen die. Ich schreibe hallo, wie geht es dir? Aber machen einen sehr guten Eindruck und sieht sehr, sehr hochwertig und edel aus. Na, also da wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr positiver erster Eindruck. Ein Test gibt es auch da etwas später. Das soll euch aber schon geholfen haben vielleicht. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!